3D-Druck und KiFi ist eigentlich eine geile Kombination. Also wenn man überlegt, was ich schon alles 3D-gedrucktes in meinem Smart jetzt habe. Also einmal die Zusatzhalterchen für mein Radio, dann die Lautsprecherhalter in den Türen, also Lautsprecheradapter. Dann Ringe auf den Hochtönern, damit die halt nicht so doof vibrieren, weil die Pöttchen nicht ganz passen. Alles Sachen, die ich mir drucken lassen habe und nicht hier auf den Drucker gedruckt habe. Aber warum eigentlich nicht? Weil ich habe ja den Drucker, also soll ich oder will ich den auch benutzen? Das Problem ist tatsächlich das Material. Das einfachste druckendste Material auf einem 3D-Drucker ist PLA. Also PLA ist auch standardmäßig bei jedem Drucker mit dabei, so eine Rolle, womit ihr dann halt direkt die Demos drucken könnt und alles wunderbar. Und PLA lässt sich auch, also lässt sich einfach drucken, weil das hält einen einfach. Ich habe zwar hier in meinem Ender 5 habe ich ein beheiztes Druckbrett und auch der Druckkopf kann höhere Temperaturen drucken, das ist nicht das Problem. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich irgendwie an die anderen Stoffe, beziehungsweise eine Ebene höher wäre PETG, das wäre ein bisschen stabiler und eigentlich das, was man im Auto haben will, ist ABS. Oder, wie heißt das andere? Blende ich euch ein. Auf jeden Fall, das sind die Sachen, die dann UV-stabil sind und richtig viel Hitze abkönnen. Aber um das Zeug zu drucken, muss man das Gehäuse, also darf es halt wirklich, darf kein Windchen geben beim Drucken. Und die sind relativ schwer zu drucken, weil die lösen sich vom Druckbrett und brauchen extreme Temperaturen und so weiter und so fort. Was ja einfach mit meinem Drucker hier nicht umsetzbar war, weil ansonsten halt die Riemen sich halt irgendwie gelöst hätten und all so ein Spaß, wo ich gar keine Lust drauf hatte. Also wo ist denn jetzt eigentlich das Problem von PLA im Auto? Weil es ist ja ein schöner Rohstoff, einfach zu drucken, also was spricht dagegen? Es ist relativ einfach, PLA ist weder UV-stabil noch wärmestabil. Heißt, im Winter wird das gar kein Problem sein. Aber spätestens im Sommer, wenn es halt ein bisschen wärmer wird und die Sonne die ganze Zeit aufs Auto knallt, dann könnte es sein, dass was passiert. Da habe ich eine kleine Story für. Und zwar wollte ich mir Koax-Lautsprecher von Omnes Audio, die CX3.3, wollte ich mir an die A-Säule hängen. Und dafür wollte ich mir ein Gehäuse drucken. Also in Tinkercad alles zusammenmodelliert, alles fertig gemacht, schönes Gehäuse gehabt, auf den Drucker geschmissen, in PLA gedruckt, alles super. Das war irgendwie Oktober letzten Jahres. Also an die A-Säule befestigt, Lautsprecher eingesetzt, fertig, funktioniert, hält, alles super. Das hat den kompletten Winter problemlos gehalten, hat gepasst, ich hatte gar keine Probleme. Und dann so langsam, als es wärmer wurde, hat man langsam etwas gesehen, langsam. Und irgendwann, als es dann halt so richtig schön warm war und das Auto einfach mal den ganzen Tag in der prallen Sonne stand, ja, dann ist halt aus den Kugeln eher was Tropfiges geworden. Also ursprünglich, wie gesagt, Kugeln und am Ende ist dann halt irgendwie so eine Tropfenform, die hier hinten halt auch noch auf den Armaturenbrett aufgesessen, quasi hier unten Kontakt hatte, weil es halt so weit runtergesackt ist und dann hier halt, ja, auf jeden Fall ist das jetzt alles andere als rund geworden und auch der Lautsprecher, der hier drin sitzt und relativ schwer ist, der hat das halt einfach so nach unten gedrückt, dass der normalerweise aufs Gesicht guckt und der dann halt nur noch Richtung Bauchnabel geguckt hat. Also PLA eigentlich schön, aber nicht wirklich im Auto zu verwenden. Als Alternative, die ich halt auch bei mir auf dem Drucker drucken konnte, hat mir dann ein Bekannter ein alternatives Filament empfohlen, und zwar von der Firma Extruder, das GreenTech Pro Carbon. Also GreenTech ist das Label für das Filament von Extruder. Es ist biologisch abbaubar, gutes Zeug, und das gibt es halt in einer carbonverstärkten Version. In einer carbonverstärkten Version bringt so ein schönes Anthrazit
mit so ein mattes Anthrazit raus. Also nicht so wie das war ja so ein bisschen glänzend, sondern tatsächlich graues Anthrazit. Das würde auch sehr cool zu den Lautsprechern passen. Und das einzige Problem, was ich hatte, war, dass man, um das zu drucken, tatsächlich eine 0,6er Nozzle braucht. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also standardmäßig ist eine 0,4er Nozzle im Inder 5 verbaut. Und das, was man aber braucht, damit diese Carbonfaserchen, die da halt im Filament drin sind, halt auch durch die Drucknippel passen, ist halt eine Nozzle, die halt 0,6 mm groß ist. Und am besten gehärtet, weil die Carbonanteile, die sind halt schon sehr aggressiv. Also habe ich mir eine gehärtete 0,6er Nozzle geholt, eingebaut, angefangen zu drucken. Und tatsächlich seitdem habe ich kein anderes Filament mehr auf dem Drucker. Also da hinten, hinter den Endstufen, seht ihr gerade nicht. Da ist jetzt halt immer noch eine Packung drin. Die andere liegt noch hinten verpackt. Also es ist halt wirklich, ich finde, das Filament ist sehr einfach zu drucken. Eigentlich genauso wie PLA. Ist super hitzefest, also bis 170 Grad soll es stabil sein. Ich habe die neuen Ringe gedruckt, ins Auto eingebaut. Seitdem halten die tatsächlich. Das heißt, da ist noch nichts, hat sich noch nichts bewegt oder so. Dementsprechend so richtig viel, viel, viel mehr wärmer wird es hoffentlich nicht. Und selbst wenn, werden wir sehen, ob es hält oder nicht. Aber die Temperaturen sollten eigentlich im Auto nie herrschen, dass sich dieses Zeug tatsächlich irgendwie verzieht. Der größte Nachteil, also Leute werden sagen, okay, den gibt es aber nicht in allen Farben. Also ich bin ein Anthrazit-Fan. Grau, Anthrazit, Schwarz sind meine Farben. Dementsprechend stört mich das nicht. Ich drucke sehr gerne damit. Es ist UV-stabil, es ist sehr hitzebeständig, es ist sehr stabil und dementsprechend ein sehr schönes Filament. Wie gesagt, keine Farbe und es ist natürlich ein wenig kostenintensiver. Also generell die Filamente von Extruder sind ein bisschen teurer und dann halt auch noch das Pro GreenTech Pro Carbon. Da steckt der Name Pro drin, das ist schon mal teurer. Da steckt der Name Carbon drin. Dementsprechend kostet da halt eine 700 Gramm Rolle, ich glaube 50 Euro. Das ist sicherlich ein hoher Preis für ein Filament, aber für ein gutes Filament. Und ich brauche hier meinen Drucker nicht umbauen oder irgendwen anders zum Drucken bitten oder sonst irgendwas, sondern ich drucke mir jetzt die Sachen einfach selber, die ich für mein Auto brauche oder die ich für draußen brauche. Ich habe damit jetzt auch schon Poolzubehör gedruckt, das halt den ganzen Sommer in der Sonne ist. Eigentlich super Zeug. Kann ich empfehlen. Sollte sich mein Einbau noch ein wenig verziehen oder sonst irgendwas, werde ich natürlich nochmal ein Video machen. Aber ansonsten glaube ich, habe ich ganz cooles Zeug gefunden, was einfach zu drucken ist und was keine große Hardware erfordert. Dementsprechend probiert es gerne aus und wenn ihr Fragen dazu habt, bitte einfach unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Thomas.